So, heute seht ihr uns wieder mal im Auto. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Wir haben seit langer Zeit wieder mal ein Date nur zu zweit. Das heißt, nur wir zwei fahren heute auf ein Date. Gell? Hm? Nach langer, langer Zeit wieder. Ja, lange nicht, ja. Ja. Das letzte Mal war es ja in Spanien im Urlaub. Ja, stimmt. So, und jetzt mal daheim. Ja. Ich bin schon ganz gespannt. Ich werde noch überrascht. Du weißt weder, wo es hingeht, noch was es gibt. Ja. Was findest du denn, was? Weißt du, ein Date muss ja nicht immer teuer sein. Ja. Wir haben jetzt ein Budget festgesetzt und ja, war eine Herausforderung meinerseits, aber machbar. Ja, weil ich bin ein bisschen eine schwierige Person. Ich will nicht ins Restaurant, ich will das nicht und hin und her. Ja. 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 Und nur beschränkt das Budget. Ja, ich muss nicht immer Geld ausgeben. Genau. So, und jetzt geht's mal los. So, wir sind jetzt da. Ich weiß jetzt auf jeden Fall mal, dass es in die Natur geht. Fällt mir eher am besten. Also, finde ich ganz gut. Ich muss auf jeden Fall da dann jetzt warten. Und dann werde ich mal schauen, mit was er mich so überraschen will. Bin schon ganz gespannt. Da hat es weit und breit nichts, außer Wald. Bin jetzt auch gespannt, in welche Richtung wir dann gehen. Da sieht man auf jeden Fall nur Wald und Gestrüpp. Da wird es wahrscheinlich mit reingehen. Vorne hat es einen Weg, aber er ist nach hinten gegangen. Jetzt mal abwarten. Wir haben das ja wegen dem Alltag ein bisschen vernachlässigt und haben gedacht, das ist nicht so wichtig. Aber man spürt schon, dass man ab und zu auch an der Beziehung ein bisschen arbeiten sollte und sich Zeit nehmen sollte. Das wollen wir jetzt wirklich versuchen. Und Lea hat sich bereit erklärt, auf die Tamira aufzupassen und auf die anderen Kinder. Die haben sich einen tollen Film reingemacht in DVD-Player. Und ja, denen geht's gut. Und deswegen kann man auch mal ein bisschen Zeit zu zweit verbringen. Jetzt bin ich wirklich langsam gespannt. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Gut, dann hat er versprochen, ich schaue nicht. Deswegen warten wir jetzt mal ab. Darf ich jetzt aussteigen? Ja, jetzt darfst du rauskommen. Okay. Ich war schon gespannt. Ja klar, ich war ganz brav, ich habe nicht geschaut. Ich schwöre. So. Ich folge dir. Ganz romantisch. Direkt am See. Ah ja? Ja. Der Platz kommt. Ja. Ah, das ist der Feenwald. Er hat so tolle Moose und überall so schöne Sachen. Oh, wirklich total schön. Ah, da ist der See. Oh, einfach nur schön. Wunderschönes Plätzchen. Oh, wie süß ist das? Oh, so niedlich. Oh, das ist doch viel schöner als wir. Und so schön am See. Ja, wirklich toll. Wie gesagt, für ein kleines Budget, ne? Wie gesagt, ich habe beschränkt das Budget gehabt und für das, ja. Ja. Kein Stückchen von daheim mitnehmen, außer die Einkaufstasche. Aber da brauche ich was zum Transportieren. Und die Decke. Ja, stimmt. Die kennt man, gell? Ja. Dass du ja nicht weißt, was ich geplant habe und was hingeht und was gemacht wird. Das haben wir alles irgendwie organisieren können, wo müssen, wo. Ja. Ja. Und ich du hast von nichts gewusst. Es ist so romantisch, so schön. Ja. Und so toll. Bisschen wie so ein Restaurant. Genau, das ist schon klein ausgefallen, aber. Das ist trotzdem schön. Es macht es halt schwierig, wenn du sagst, du willst nicht in ein Restaurant, du willst das nicht, du willst das nicht. Das machen alle. Dann muss man halt anders einfallen lassen, dass es trotzdem romantisch geht. Nur zum Beispiel da am See, so ein kleines Picknick, ein paar Kuchen, eine Torte, vielleicht noch ein Champagner dazu und das war's dann. Ja, ist doch schön. Ja. Vogel ist kein Abschluss, oder? Thank you.
So, jetzt sitzen wir da. Hm? Ja. Das ist einfach voll schön. Und das muss auch sein. Ja. Man sollte nicht mehr Eltern sein, sondern man sollte wirklich auch Ehepaar sein. Ja, das stimmt. Sein. Und so wir ja, meinst du, das ist nicht so. Nicht, dass man sich nur für die Kinder aufopfert, sondern auch eine Beziehung wirklich auch ja, belebt. Und die so Beziehung wirklich zelebrieren, ja. Ja. Das haben wir ein paar Jahre vielleicht vernachlässigt. Genau. Aber dafür genießen wir jetzt umso mehr, gell? Genau. Und dann noch am See. Ist das schön. Sieht man den See hinter mir? Einfach nur schön. Ja, wir genießen das jetzt noch ein bisschen weiter. Lassen den Abend ausklingen. Ja. So, nach unserem tollen Date geht es jetzt wieder zurück zu den Kindern. Ja. Ja, müssen wir definitiv öfter machen, oder? Auf jeden Fall, ja. Und mir hat es da gefallen, die Überraschung. Es war super. Es war wirklich toll. Vor allem die Kleinigkeiten, die machen das Leben irgendwie aus. Ja. Besser. Und es belebt auch ein bisschen. Ja. Wir müssen ja noch wissen, dass wir uns auch noch haben. Genau. Neben die Kinder. Wir müssen auch wirklich auch zum Weiterempfehlen. Also wirklich. Ja. Nicht nur Eltern sein, sondern auch ehrbar. Ja. Und wirklich auch so was geplant, so ungeplantes, also ja. geplantes, ungeplantes. Ja. Ja, ist wichtig. Beste Freunde sein, wahr sein und das auch bleiben. Ja. Das war jetzt wieder mal ein Einblick in ein anderes Thema in unserem Alltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!